Hallo, liebe Pokémon Infinite Fusion Freunde, willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part, welchen wir uns heute immer noch auf dem Weg nach Fuchsalia City begeben. Fuchsalia City. Der Stadt, in welcher Füchse leben. Und Nadja. Es ist eine ziemlich aufregende Gegend. Und ja, da begeben wir uns auf den Weg dahin. Ist Wurfwurf an der ersten Stelle. Wurfwurf ist an der ersten Stelle. Wundervoll. Wir versuchen natürlich noch Wurfwurf zu trainieren, wenn wir schon dabei sind. Denn ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn dieser liebliche Shillock Turtok-Hund sich eventuell noch weiterentwickeln würde. Das wäre ziemlich fancy. Ich habe gar kein Interesse an dem hohen Gras. Ich kann nicht mal so tun, als ob ich daran interessiert wäre. Weil wir nur noch einen Ort vom Ende des Spiels entfernt sind. Also bitte. Ach, komm schon! Ausgerechnet Elektro-Pokémon. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Elektro-Pokémon sind tatsächlich nicht die optimalen Gegner für einen Wassertypen. Und diese Fusion ist absurd. Es ist Elektroball und Voltoball. Es ist bescheuert. Nein, es ist bescheuert. Erzählt mir nichts, es ist bescheuert. Vor allem, weil es aus irgendeinem Grund einen orangenen Fleck auf der Stirn bekommt. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, wo der herkommt, was das soll. Wo kommt der orangene Fleck her? Von woher kommt überhaupt die orangene Farbgebung? Die muss ja von irgendwoher kommen. Aber ich weiß nicht von wo. Shellchu, stirb! Ich denke, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Oh, Steinpilz würde ich auch gerne auf Level 40 trainieren. Dann würde ich es auch weiterentwickeln. Fuck! Unsere Pokémon sind noch nicht voll entwickelt. Das ist ein Trauerspiel. Wir werden es nicht schaffen, noch alle voll zu entwickeln. Oh Mann, Steinpilz! Es tut mir leid. Aber wisst ihr was? Steinpilz kann von mir aus auch in der aktuellen Form bleiben. Sieht majestätisch aus. Damit könnte ich ziemlich gut leben. Wie viele Sonnenbonbons hätte ich denn theoretisch? Rare Candy 3. 3 ist halt nicht optimal. So, du bist wieder ein Angler, oder? Ja, siehst zwar aus wie ein Höhlenmann, aber du bist ein Wanderer. Oh Mann, es ist der übliche Magic Carp Typ. Ist das nicht lustig? Der Typ, der 6-mal Carpador hat. Warum hast du das überlebt? Der Typ, der 6-mal Carpador hat. Oh Mann! Hey, Level 33. Magidos? Warum sollte man das machen? Warum sollte jemand sowas machen? Ist krank. Ist krank! Fischermann! Ist krank, verstehst du? Such dir einen Arzt. Das halte ich für kein normales Verhalten. Diese Ausgeburt der Hölle. Wo hast du sie überhaupt her? Du Freak! Weecarp. Das müsste Weedle und Magikarp sein. So, lass mich raten, das ist der ganze Joke hinter dem Trainer. Er hat Carpador mit allen Raupi- und Tornlio-Formen so fusioniert. Bis auf das eine, welches dann mit Garados fusioniert ist. Was nebenbei bemerkt, immer noch eine scheiß Idee ist. Ja, das ist Caterpie Magikarp, ja. Was übrigens immer noch eine scheiß Idee ist. Denn der Carpador-Anteil von Carpador und Garados wird schwächt dieses Garados ganz ungemein runter. Ah gut, wer bin ich, um sowas zu verurteilen? Und wer bin ich schon? Ich bin MOP, hi, grüß dich. Ditcarp. Das ist relativ interessant. Es geht eigentlich. Er ist nicht wirklich so interessant. So, wenn du mich jetzt kopierst, weil du nicht machst, hätte ich einfach Aquatail eingesetzt. Das hat sich so heute erledigt, denn du hast einfach nichts gemacht. Cool. Gut. Freut mich, dass wir miteinander gekämpft haben. Sehr aufregend. Freut mich, dass wir miteinander gekämpft haben. Gott, ich hasse diesen Weg hier nach Fuchsalia City. Können wir mal darüber reden? Ey, ich hatte nicht mehr... hast du einen Nidoking-Kopf? Ey, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass es so übel ist. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke... Natürlich bin ich viel vergiftet. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, war der Weg auch schon in Hard Gold unglaublich schrecklich. Das hier war der schlimmste Weg von allen. Das war nämlich auch der Weg, wo die ganzen unglaublich schwachen Trainer unterwegs waren. Falls ihr euch noch erinnert. Also es war ein Trauerspiel. Und Nidorina. Ja, deswegen mache ich den Weg hier nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben ja noch einiges vor uns. Die Alternative zu diesem Weg wäre es wahrscheinlich, wenn wir einfach den Radweg nehmen würden. Ich überlege, ob das nicht vielleicht die Überlegung... Ah, nee, ich habe kein Fahrrad. Fuck! Ich habe kein Fahrrad. Ich kann den Radweg nicht nehmen. Weiß gar nicht, ob man in dem Spiel schon ein Fahrrad haben kann. Nee, das bringt mir nichts. Töte ihn mit Amber!
Dankeschön. Okay, wir haben Justin besiegt. Und wir haben ein bisschen Schaden genommen. Alles okay, wir sind fast Level 34 und das wiederum bedeutet, wir nähern uns immer weiter unserem Ziel, noch Level 36 zu erreichen. Wir nähern uns dem Ziel sogar tatsächlich relativ gut. Supertrank? Das ist kein Supertrank. Das ist ein Supertrank! Wow, total super dieser Trank, ich weiß. Ja, ist ein Scheiß, würde ich fast sagen. So, was treibt sich hier sonst noch? Ein Clown? Nein. Kinder? Kämpfe gegen Kinder. Flugvogel-Pokémon. Flug-Pokémon-Kinder. Flug-Pokémon. Wobei, ich glaube, dass der... Ich glaube, es war ursprünglich mal so in... Ich glaube, es war wahrscheinlich aber auch nur eine japanische Version, keine Ahnung. Aber es war doch eigentlich ursprünglich auch mal so geplant, dass der Flugtyp Vogel heißen sollte. Dementsprechend war meine Aussage nicht komplett verkehrt, wenn ich das mal so anmerken darf. Es sollte der Vogeltyp sein, also... Es war nicht komplett verkehrt, okay? Chero. Oh, das ist ziemlich cool. Aquatel. Das sieht halt echt halbwegs cool aus. Sieht aus wie ein majestätischer Feuervogel. Was? Ein majestätischer Feuervogel? Ich wünschte, davon würden wir mal ein legendäres Pokémon bekommen. Haben wir erst zwei. Und dann noch einen regulären Feuervogel. Der ziemlich cool ist. Ja, das ist der beste Pokémon aus XY, wenn ihr mich fragt. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber dieser eine Feuerflugtyp. Ja, das ist ein ziemlich cooles Pokémon. Allgemein, die üblichen Standard-Vogel-Pokémon, die es bei den ganzen Generationen immer gibt. Ich habe das Gefühl, die wurden mit der Zeit besser. Ich erinnere mich noch daran, dass wir durchaus Editionen hatten, in denen sie ein absolutes Trauerspiel waren. Zum Beispiel, in der ersten Generation, ich meine, es war kein Trauerspiel, verstehe mich nicht falsch. Die erste Generation war der heiße Scheiß. Es war Taubsi. Taubsi, Tauboga, Taubos, fantastische Pokémon, kann man nicht viel meckern. Zweite Generation. Hoothoot und Noctu. Hoothoot und Noctu. Ich würde mal sagen, wenn wir Hoothoot und Noctu gegenüber der Taubsi-Entwicklungsreihe stellen, dann sollten wir relativ eindeutig... Warum setze ich eigentlich Knirsch ein? Dann sollten wir relativ eindeutig einen ganz offensichtlichen Gewinner sehen. Ah, oh, was hatten wir in der dritten Generation? Oh Mann. Schwalbini und Schwalboss. Nee. Es tut mir leid, Schwalbini und Schwalboss sind, glaube ich... Man könnte sagen, dass die okay sind, aber... Im Endeffekt, ich weiß nicht. Fällt mir schwer, mich dazu durchzuringen, wirklich zu sagen, dass ein Schwalboss ein übermäßig cooles Pokémon ist. Was hat man in der vierten Generation? Oh, vierte Generation ging es los, dann richtig stark zu werden. Da hatten wir dann Staraptor und Starilililili. Das war, Alter, das sind 1A-Vögel. Fucking Bedroher und Nahkampf. Das ist ein guter Vogel, meine Freunde. Mit dem kann man was anfangen. Und er hat Staraptor. Allein der Name klingt beängstigend, mächtig, stark. Er ist der Shit. Fresh. Er ist der Shit, für den wir hier sind und nicht. Mit Schwalboss. Halt die Schnauze, Schwalboss. Oh. Das ist Fuchtler. Problem ist nur, es ist ein komplett unangebrachter Angriff für mein Bisa-Boy. Komplett unangebracht. Wer war denn der Vogel der 5. Generation? Fucking Rhypoke. Vogel der 5. Generation, was waren da? War das der... Oh, es waren die Tauben. Oh, die fand ich nicht so gut. Ich meine, okay, sie haben als Vorteil, dass sie männliche und weibliche Formen sich ein Stück weit unterscheiden, was ja nicht ganz nett ist. Wobei ich glaube, die weibliche hat einfach nur ausgesehen, als wäre es so die zweite Entwicklungsstufe im Vergleich zu der männlichen. Das heißt, das war nicht so das Beste. Doch, insgesamt, nee. Nee, Vogel der 5. Generation haben mich umgehauen. Wobei man der 5. Generation auch zugute halten muss, dass dafür zwei der besten, zwei der coolsten Flug-Pokémon überhaupt gab. Gott, hier ist ein fucking Strand. Hallo, Lady am Strand, es ist Nacht. Was machen wir hier? Zwei der coolsten Flug-Pokémon gibt und das zum einen ist das... Es tut mir leid, ich bin mit den Namen jetzt zu unsicher. Ich weiß die Namen einfach nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben den einen Geier, das Geier-Pokémon, was ziemlich cool ist. Das war, glaube ich, exklusiv für die Schwarz-Edition. Und da, der Adler, welcher, glaube ich, für die Weiße dann war, ja,
Levelsweise der Exklusiv. Und das waren zwei unglaublich coole Flug-Pokémon, wie ich finde. Und zwar jedes von beiden. Problem ist nur, dass man die mal relativ spät erst fangen konnte, dass sie sich relativ spät erst weiterentwickelt haben. Aber mein Gott, waren die der heiße Scheiß. Ey, haben die einen trainiert, aber ich wollte immer, weil sie immer cool waren, aber ich hab's nicht durchgezogen. Also, sie wären sehr cool gewesen. Flug-Pokémon der 6. Generation, haben wir drüber geredet. Feuer-Flugtyp. Fantastisch. Und 7. Generation. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass sie sich da an der Front des Standard-Flugtypens, dass sie sich da komplett übertroffen haben. Was zum Fick? Horsvie, nein. Können wir uns darauf einigen, dass sie sich komplett damit übertroffen haben? Mit dem lieblichen Fruity Loops Man. Fruit Loops. Ich hab seinen Namen vergessen. Es war der Vogel mit dem paradiesischen Schnabel. Ihr wisst, was ich meine. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Naja, das war meine Geschichte. Meine kleine Reise durch die Standard-Flug-Pokémon. Welche Reihe war euer Favorit? Welches soll ich denn sagen, war mein Favorit? Ich mag halt wirklich tatsächlich die von der 6. und 7. Generation sehr. Astaraptor war auch ziemlich cool. Taubsi, Tauboga, Taubos sind, denke ich, soweit auch ein Klassiker. Kann man auch nicht allzu viel gegen sagen. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Auf jeden Fall, Schwalbini und Tutut-Reihe definitiv am schwächsten. Definitiv am schwächsten. Und damit meine ich vom optischen und so. Was zum... Oh, Schädelwumme. Ja, nee. Oh, Wurfwurf ist Level 36! Wir werden Schädelwumme nicht lernen. Tut mir leid. Versuchen wir mit Steinpilz noch was zu machen. Wisst ihr was? Ich glaube, es könnte noch hin. Ich könnte es noch schaffen, alle meine Pokémon so weit zu trainieren und hochzuleveln, wie ich das möchte, damit ich sie weiterentwickeln kann. Das könnte relativ interessant werden. Ja, ins Video ist gefallen. Fucking Pipi mit dem zornigen Gesichtsausdruck. Man Fairy. Das ist eine ziemlich männliche Fee. Okay, Leute. Nehmt euch zurück. Es geht los. Was? Wuff-Wuff entwickelt sich. Okay, jetzt geht's los. Jetzt werden wir sehen, ob Wuff-Wuff bescheuert aussehen wird oder nicht. Ich meine, ich hätte bei all meinen Entwicklungen, was man anzumerken, ist mir durchaus bewusst, dass ich das alles hätte nachschauen können, wie sie am Ende aussehen werden. Aber das wäre doch langweilig. Okay. Wisst ihr was? Das ist ein 1A fröhliches Wuff-Wuff. Damit kann ich was anfangen. Danke für den kurzen Soundbite. Den habe ich mir verdient. Ja, damit kann ich was anfangen. Wundervoll. Dann hätten wir Wuff-Wuff so weit trainiert. Das heißt, wir wollen uns nächstes Steinpilz noch Richtung Level 40 bekommen, damit wir Steinpilz, damit sich das noch weiterentwickeln kann. Was sich relativ gut trifft, denn die nächste Arena, welche wir machen werden, ist eine Gift-Arena. Da werden wir sowohl Koptanus als auch Steinpilz relativ gut glänzen können. Und das, liebe Leute, hilft mir ungemein weiter, die beiden noch auf Level 40 zu bringen. Denn Pokémon, die sich eigentlich nur durch Tausch entwickeln, entwickeln sich ja in Infinite Fusion auf Level 40 weiter. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Nicht allzu weit, aber wir werden es hinbekommen. Ich könnte Koptanus theoretisch auch einfach die Sonnenbonbons reinstopfen. Ich meine, hoffe, sollte ich sie sonst verwenden. Aber erstmal will ich sehen, wie viele Level-Ups wir jetzt hier noch, Growth? Nein, wir werden Growth jetzt nicht lernen. Ich will noch sehen, wie viele Level-Ups wir bekommen, bis wir in Fuchsania City ankommen. Und danach werden die Sonnenbonbons verteilt. Und wer weiß, vielleicht reicht es dann auch, um beide direkt weiterzuentwickeln. Das ist ziemlich fancy. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Fariotto. Auch nicht mein Favorit, du fuck. Nimm den Stein! Farfetch'd ist, denke ich, eins der Pokémon. Und damit Farfetch'd meine ich Porenta. Farfetch'd klingt nur, ist ein viel coolerer Name. Ich denke, das ist mit eins der Pokémon, bei dem die am stärksten nach verschwendetem Potenzial schreien. Ich meine, okay, das Potenzial ist nicht allzu gut. Wir haben ja geklärt, dass es im Großen und Ganzen nur auf einem blöden Joke basiert. Aber trotzdem, es ist einfach ein normaler Flugtyp, der keine Weiterentwicklung oder so hat. Es gibt keinen Grund, Porenta zu verwenden oder so. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Porenta ist einfach komplett nutzlos. Und das ist sehr schade, weil ich denke, aus Porenta könnte man einiges machen. Es könnte interessant werden. Ich meine, ich stelle es mir gerade vor, wir könnten eine Weiterentwicklung von Porenta bekommen. Ich habe da zwei Möglichkeiten, was ich gerne sehen würde. Zum einen, vielleicht
Vielleicht sollte es eine eher humanoide Gestalt annehmen. So ähnlich wie die letzte Form von Flamiau aus der 7. Generation. So ein muskulöser Fuckvogel, der viel zu menschlich aussieht. Man denkt sich, was soll die Scheiße? Sowas. Nur was dann sein größtes Feature sein sollte, ist natürlich die Lauchstange. Was wollen wir daraus machen? Ich denke, zum einen könnten wir vielleicht daraus ein riesiges Schwert machen. Ein gutes altes Schwert, ein Lauchschwert, die Blattklinge. Das ist ein fucking Angriff aus dem Spiel. Ich denke, es ist nicht zu weit hergeholt, sowas zu erwarten. Das können wir zum einen machen. Oder, was ich noch besser fände, wäre, wenn wir ihm vielleicht auch einfach eine riesige Keule machen. Womit es dann einfach den Gegner auf den Kopf haut. Oh mein Gott. Wir könnten vielleicht aus der Lauchstange einen Rettich oder so machen. Wenn sich es weiterentwickelt, das ist dann seine große Keule. Es kämpft mit Gemüse oder so. Das wäre der heiße Scheiß. Hör auf, Niederarm einzusetzen. Ja. Kann ich bitte den Porenta weiter... Nein! Fuck! Das ist gleich wie mit Dummiesel. Okay. Fick dich, Spiel erstmal. Ich will jetzt gerade ganz kurz das, Oh, Payday. Mir ist gerade ganz kurz das Herz stehen geblieben, weil ich dachte, wir werden es mit Mewtwo zu tun bekommen, aber es ist nur ein Mewtwo. Nicht miteinander zu verwechseln, ganz wichtig. Ja, Dummiesel, die gleiche Geschichte. Es ist ein 2 Meter großer Wurm, der komplett nutzlos ist und sogar das Wort dumm im Namen hat. Dummiesel! Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von derart komplett nutzlosen Pokémon, die nur... Ich weiß nicht mal, wofür überhaupt gemacht werden. Aber dann im Endeffekt einfach komplett irrelevant und nutzlos werden. Ja, sehr schade. Genauso wie mit diesen Piranhas aus Schwarz und Weiß. Regentanz, nein, danke. Genau wie die Piranhas aus Schwarz und Weiß, die sich auch einfach nicht weiterentwickeln. War es bei denen nicht sogar so, dass die männliche und weibliche... Dass die männliche und weibliche Formen untereinander sich unterscheiden auch? Keine Weiterentwicklung. Vollkommen nutzlos. Genau wie die fucking Ameise aus Schwarz und Weiß. Ein Stahlkäfer-Typ. Eine coole Ameise. Oh, was machen wir mit der Ameise? Oh, ich weiß es. Gar nichts. Fuck. Es ist enttäuschend. Hört auf, der hat verschwendetes Potenzial zu haben. Ob ich finde, dass seine Sandburg fantastisch aussieht? Kann sie nicht kaputt machen. Wenn ich surfen könnte, wäre bestimmt ein Shortcut. Okay, cool. Das war mein kleiner Strandausflug. Der war überhaupt nicht für den Arsch. War komplett für den Arsch, tatsächlich. Ich weiß nicht ganz, was das sollte. Oh, shit, Nordisch! Los, kommt Thanos! Wir müssen fliehen! Super Potion. Super Potion sollte ich tatsächlich vielleicht sogar einsetzen. Super Potion. Kopf Thanos! Und auf Steinpilz auch noch. Man kann die wissen. So, aber seht ihr, ich bin nur noch insgesamt 5 Level-Ups von meinem absoluten Ziel für diesen Hack entfernt. Nur noch 5 Level-Ups. Dann habe ich alle meine Pokémon voll entwickelt. Und das ist der Shit, den ich gerne machen würde. Oh, da sind noch mehr Trainer. Aber wisst ihr was, liebe Leute? Ich würde sagen, was die anderen Trainer noch alles drauf haben, sehen wir wohl im nächsten Part von Pokémon Infinite Fusion. Dem Spiel mit Fusionen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.